Right! 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 Bring it! All day I'm not and all day is out of my way. I'm looking for trouble, yeah! Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Pokémon Soul Silver. Mein Nuzlocke, schön am Mikrofon und ich habe keine richtige Ahnung, was wir jetzt eigentlich tatsächlich machen, weil als ich... Tja, in der letzten Folge habe ich ja Lugia easy peasy gelegt. Ja, einmal mal gebitch slapped. Quer durchs Face. Tja, war easy, ne? Wer da Angst hatte, wer da Muffensaus hatte, also bitte. Also bitte. Und, Elixier. Nice, 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 nice. Ja, jetzt ist eigentlich bloß die Frage, was machen wir, jetzt, weil wir haben einen Orden, wir haben jetzt, ja klar, wir haben ja gebitschleppt. So, das ist eigentlich bloß noch. So. Jetzt ist er eigentlich langsam, nun, Pokémon-Liga-Zeit und so. Ja. Bringt nicht so wirklich viele Punkte. Ach, den haben wir auch noch. Naja. Den legen wir auch noch. Warum habe ich jetzt in die Kamera geguckt? Die Kamera ist doch nicht mal an. Aber die Frage ist jetzt, von wo aus geht es jetzt Richtung Indigo-Plateau? Ich habe keine Ahnung. Aber was ich mal. Nein, ich besitze einen starken Willen. Als Captain braucht man den. Ja. Kann Captain noch ein bisschen XP bekommen? Sehr schön, weil wir in die falsche Richtung gelaufen sind und zwei Trainer verpasst haben. Aber die holen wir auch noch. Bin mir nicht so wirklich. Also Captain ist halt wirklich so ein Ding. Würde ich liebt gerne auf Aufnahme noch ein bisschen trainieren wollen, dass wir halt diesen Dragon hier haben. Dass er dann. Dass sie dann so in Richtung Dragoran irgendwann mal kommt. Weil ich kann jetzt auch keine 30 Folgen machen, wie ich unseren Captain trainiere. Es ist, ja. Ja, ganz toll. Also ich würde sagen, diese Folge ist doch so ein bisschen, ja, dümpeln wir so ein bisschen rum. Sehen, was sich so machen lässt und ab. Dann würde ich sagen, werde ich noch den ein oder anderen ein bisschen trainieren. Und dann geht's auf in Richtung Pokémon Liga. Dass wir das endlich. Dass wir es nach Jahren endlich mal erleben können, dass Joremit in die Pokémon Liga geht. Uff. Also ich würde. Also. Mich würde auch wirklich gerne mal interessieren. Für die Leute, die gerne mal zuschauen. Also, hallo Crimson! Also, wen würdet ihr denn so als Team hier sehen wollen? Für die Pokémon Liga. Ich spiele wirklich immer noch mit dem Gedanken, das Team so aufzubauen, dass ich noch Miffy dabei habe. Weil ich will, dass Miffy in die Hall of Fame kommt. Die Strategie verwendet Stürmenkampf. Man darf nicht einfach nur willkürlich starke Attacken einsetzen. Ja, okay. Arschtrainer Mira. Ah, ein Cute. Wow. Also manche Effekte sehen echt extrem gut aus.
Habe ich auch bei letzte Folge bei Lugia gemerkt. Für eine Attacke, wow, die sah echt gut aus. Und das Ding ist halt, wer alles in der Top 4 ist. Ich habe zum Glück noch die Seite offen. Wir haben einen vom Typ Psycho. Das heißt, ja, Rugis, also so Unlicht wäre gut. Psychotyp wäre auch gut, weil Psycho gegen Psycho ist ja, ja. Also an sich Dream Danny und Hugi. Habe ich noch irgendeinen anderen, der Typ Unlicht hat? Weiß ich gerade gar nicht. Also wir bräuchten etwas gegen Psycho-Pokémon. Dann haben wir noch einen Gift-Typen. Ich glaube, das ist sogar Koga. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der hat sich zur Top 4 hochgearbeitet. Ein Champ, der jetzt dachte, es kommt was anderes. Das ist der. Boah, du feige Sau. Du elende feige Sau. Aber ich bin trotzdem schneller. Bitch. Dann haben wir einen vom Typ Kampf. Ja, da würde also, ja, Hugi oder Captain. Weil wir dann halt den Flugtypen noch irgendwie haben. Also was ist da noch effektiv gegen Kampf? Und was mir am meisten noch Angst macht, der Unlichttyp. Da weiß ich absolut nicht, was ich da irgendwie anstinken kann. Gut, und dann wäre noch Siegfried, der ist ja dann Nummer 5, also halt der allerletzte. Es ist allerletzte der Top 4. Nein, aber da ist er Drachentyp und ja, da ist an sich entweder Caesar oder Borking. Ich bin echt am Überlegen. Ja, nehme ich gerne. Silberblick. So, unser Captain Shield nicht mehr. Gut, dann habe ich ihn verloren. Dünk. Hallo? Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kameracoach Wickbert. Der heißt Wickbert? Gott, das ist schon so lange her. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Nicht jetzt. Aber nicht doch, warum denn so schüchtern? Weil ich, Fein. Fein? Okay, gut. So, ja, ich bin jung und fotogen. Ja, komm. Jo, haben wir es gern. Dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Na komm, Captain. Hoppala. Also, ich habe das Bild jetzt nicht gesehen. Oh, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. Echt? Kriege ich davon Abzug? Du kannst ja den Schnappchen an jedem Computer ansehen. Okay, ja, schau später. Es freut sich über das schöne Wetter. Das ist, freut mich. Kann ich irgendwann noch ein Foto machen? Ich will Miffy dabei haben. Ach, bist du. So, ich möchte dich gerne mal paralysieren. Das möchte ja gehen. Echt? Man kann dich. Wow!
das ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch für dich. Warum dachte ich, das wäre eine gute Idee, jetzt so Wookie da reinzukippen? Ich bin doch doof. ja. Also ich weiß, ne, Intensität hat keine Wirkung auf Caesar. Ich lerne immer wieder was Neues. Also ich weiß zwar, dass, ne, Typ Gestein ist, ne, immun gegen Elektro, aber ich dachte, man kann Gesteins-Pokémon nicht paralysieren? Jetzt schon so ein bisschen, Mann. Das soll ich auch gerne aufs Maul. Lass das mal lieber. Captain, komm zurück, bevor du noch stirbst. Mach nicht den Hauptmann. Wobei, Hauptmann ist ja an Dummheit gestorben. Wegen Dummheit gestorben, so. Das ist nicht, und ich muss Norley Blitz wieder entlernen lassen. Vorausgesetzt, Norley erlernt eine ordentliche Attacke. Nice, Hyperheiler. Geil, ein Nugget. Hier können wir immer noch ein Pokémon fangen. Wenn uns mal ein richtiges begegnen, natürlich. Das ist ja... ja. So. Captain, komm zurück. Lass das mal den Zarr machen. Er ist eigentlich gerollt. Es ist kein rollendes R dabei. Sehr effektiv. Ach ja, weil ich finde das so doof, dass Garados einfach mal den Flugtypen bekommen statt den Drachentypen. Stattdessen ist es Flug und Wasser, also hat ja. Manche Sachen sind echt dumm. Ja, also es passiert jetzt nicht gerade so wirklich viel, nicht? Also das tut mir auch ein bisschen leid. Ich werde alle zwei Schritte werde ich von jemandem unterbrochen. Und ich weiß auch nicht, wo ich was sagen soll. Was soll ich denn dazu bloß sagen? Ich weiß es nicht. Das Ding ist ja bei Soul Silver, nachdem ich die Pokémon Liga fertig habe, ist ja nicht das Ende von Pokémon Soul Silver. Das ist ja quasi dann bloß die erste Hälfte. Weil danach geht's doch woanders hin und ja, Soul Silver wird uns noch eine Weile begleiten. Oh, look at that, free money. Mensch du. Das ist doch... ein Panzer-Ero, geil! Ich hätte jetzt auch eher... keine Ahnung. Also ich brauche kein anderes Pokémon mehr, was jetzt hier so ist. Es gibt doch ein Pokémon, was ich wirklich haben möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier in Johto bekommen. Aber wir nehmen es trotzdem einfach mal mit. Dann gleich mal gucken, wegen dem EP-Teiler. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir schon einen haben oder ob wir den noch kriegen. Aber den Meisterball haben wir auch noch. Mist. Ja, dann mach dich doch eben schnell. Mir doch egal. Nein. Hypnose.
Na, dann fährt doch eben noch schnell, ist mir doch egal. Du schläfst trotzdem. Du agilitierst dich höchstens bloß noch gegen eine Wand. Oder winzig kleiner Lebensraum. Ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt irgendwie den Captain da irgendwie reinzukicken. Bam! Na dann, Pokédex, was sagst du mir zu diesem Kackvogel da? Die dornigen Zweige seines Nestes bewirken, dass die Flügel seiner Jungen fest und hart werden. Gut, das sagt uns jetzt nichts über Panzeron aus, sondern nur über seine Jungen. Tja. Gut. Oh Gott. Ich habe keinen Namen für das Vieh. Ich nenne dich... Aaron. Moment. So. Dann ist es kein Triple A, sondern Triple Aaron. Ich hab keine Ahnung. Fuck. Oh, Captain ist schwindelig. Du Lusche, du musst stärker werden. Warum ich auf Berge klettere? Weil es sie gibt. Warum ich Pokémon trainiere? Weil es sie gibt. Roman. Okay. Ah, I have a bit bad feeling about... Oh. I remember. Please don't. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen Pokémon Rot, also Feuerrot, Vibes bekommen. Die Dicta-Höhle. Als ich gegen ein Dicta gekämpft hatte, oder Dictri, was ein bisschen zu stark war, und ich konnte nicht austauschen. Ich erinnere mich. Ich glaube, oh Gott, wie hieß denn... War das Erzwinger oder irgendein... Nein, wie hieß denn dieser Special Treat, wie das heißt, keine Ahnung. Nee, besser nicht. Ich möchte gerne meine Pokémon austauschen können. War das Sabonov, der mit dabei damals fast verreckt wäre? Ich glaube ja. Ich konnte weder flüchten, noch konnte ich... Ich glaube, ich konnte flüchten, aber ich konnte halt nicht das Pokémon wechseln. Aber das war trotzdem sehr knapp. Weil ich dachte, ja. Weil ich dachte, man. Wenn man halt so diesen Erzwinger, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das die jeweilige Fähigkeit von dem Vieh ist, ich habe keine Ahnung. Bestimmt ganz anders. Editier-Shadow, wenn du das mal nachgeguckt hast, kannst du das aber kurz einblenden. Dankeschön. Ja, ich dachte, wenn du halt dieses hast, kannst du halt weder dein Pokémon austauschen, noch fliehen. Und da war Panik bei mir. Ja, hallo, Jorimi, wie geht's? Ich habe heute beim Einkauf ein nützliches Item gefunden. Und, es... Dir von deinem Geld gekauft. Ist echt okay, ne? Tut mir leid. Hol es dir bitte beim, ich mach grad nix im Kaufhaus oder Pokémon Supermarkt ab. Ich weiß nicht, wen sie schicken werden, aber ich habe schon ein paar Beschwerden bekommen und ich würde dich bitte darum bitten, sei nicht so aggressiv. Ich meine, halt dich ein bisschen zurück, weil die Miete zahlt sich nicht von selbst. Bitte was? Hallo? Was? Was hat das mit der Miete zu tun? Mama? Hallo?
Was war mit meiner Mutter los und warum klang sie so seltsam? Seltsam, seltsam. Was für ein Subplot befindet sich nun hier? So, zieh. So, hallo, Spiel. Danke. Wollte gerade nicht reagieren. So. 20 Minuten sind schon um und es ist nichts passiert. Ja gut, den Baum melken wir noch. Make, make, make. Plop. Aprikokukrin. So. Was habe ich denn hier? Rote Sektor. Oh. Oh. Make, make. Aprikokugilb. Und da ist noch eine Grin. Ich frage mich aber echt, wie wir an Sinelberg kommen. Ich will immer noch diesen scheiß Stickerkoffer. Was ist das jetzt? Dunkelhöhle. Da waren wir aber schon. Da haben wir ja unsere herzallerliebste Briccarella. Mach mal hell. Wir brauchen Miffy. Okay, gut. Oh, wow, we are in that territory. Okay, Captain, das wirst du wohl hinkriegen. Ich bin stolz auf dich, Captain. Du hast etwas geleistet. Wie noch kein Level Up. Nein, Yorimi wird nicht wie Kosiko werden. So. Oh! Hallo! Ich habe das Gefühl, das wird eine geile Tag Team Action werden. Also schauen wir doch mal. Und Nipnip kommt auch mal wieder zum Einsatz. Hallöchen, Nipnip, du geile Sau. Das freut sich über das schöne Wetter. Nice. Moin. Ich bin auch ein Pokémon-Trainer. Hast du Zeit für ein Match? Gerne. Na nett. Na bitte. Hm. Oh. Level 17. Puh, das ist jetzt... Puh. Tja. Nip-Nip? Ich weiß, du bist jetzt gerade jetzt wieder... Ja! Also... Würdest du dir das ausmachen, vielleicht wieder zu... tauschen? Was? Na gut, ich wechsle. Bist nicht böse? Nee, alles okay. Nip-Nip ist schon super. Erstmal das lustige Familienspiel ertränkt das Pony-Spielen. Ein Myrapler. Ach komm, Captain. Die paar XP. Ich muss doch mal schauen, ab welchem Level sich Tratini entwickelt. Komm, Drachenwut. Kann doch mal was machen. Fein, fein.
Fall gemacht, Captain. Nein, das ist schon niedrigend. Mach dir nichts draus, passiert dem Besten. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag für mich. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich gebe dir meine Telefonnummer. Ich bin dann nette. Und du wirst noch einmal gegen mich kämpfen. Klar? Du willst noch mal aufs Maul haben, bitte? Der Typ, Alter, der... Ist die Jackie auch bei Booty? Kannst du die... Alter! Jeromin mag das jetzt an sich zwar nicht so sehen, aber ich sehe das! Also, halt dich zu... Junger Mann! Ich drehe den Raumpunkt, aber möchtest du gegen mich kämpfen? Alter, du hast jetzt so hart... Patrick! Du hast mich jetzt so hart angegafft. Tut mir leid, aber, Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Verpiss dich! Mach sowas nicht! Das ist ungezogen! Was? Ungezogen ist das! Hast mich schon verstanden! So. Und übrigens. So, ich hätte recht. So, guck du so blöde. Huch? Ja, komm, nipp, was hast du denn da? Ja? Dunkelfl. Ich glaube, das ist von dir. Ja. hier sind wir wieder. Ach, wie süß. Ach, Nipnip, erinnerst du dich noch? Schöne Zeiten, schöne Zeiten. Ja, ich erinnere mich, geil. Endlich kann ich die scheiß Kinder, die mich hier gemobbt haben, totschlagen. Hast du das gemobbt? Ja, wurde ich. Ich hatte dich ganz gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Wo sind die Bullies? Ich will mich rächen. Nipnip, alles gut. Ich will mich rächen. Du kannst dich bald rächen. Okay. Noch einmal kurz heilen und dann schauen wir mal, was Mutti uns so besorgt hat. Und dann werde ich mal sehen, dass ich unseren Captain ein bisschen trainiere. Damit er auch in Richtung, Pokémon-Liga geht, also Indigo-Plateau. Ich bin nervös. Ich glaube, ich will mich ein bisschen hinsetzen, um das Team genau zu... Ja. Wollte wieder fett rachen. So. Na, dann wollen wir mal. Nipnip, du willst ein bisschen Dampf ablassen, oder? Ja, Nipnip guckt schon, ob der richtige Typ da steht. Okay, alles klar. Ich verstehe dich, Nipnip. Okay, halt. Gib mal so. Da. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe diesmal nichts gemacht. Diesmal war das ganz allein Nipnip. Nipnip. Was hast du jetzt schon wieder mitgenommen? Ein Tautröpfchen. Das ist
Das ist kein Tautröpfchen, das war die Träne vom Lieferanten. Guten Tag, Jeremy, du hast am Apparat, wie geht's? Ich habe dir ich will dich wieder löschen. Großvater, Großmutter. Ach so, ja. Ach ja, wir haben ja noch mal. Okay, Moment. Route 44. Ich habe die aufgeschrieben. Wo ist Route 44? Dunkelhöhle, Route 44. Das muss aber hier sein. Jawohl. Wir haben ja noch ein Item abzuholen. Das holen wir uns noch ab und dann beende ich die Folge. In der eigentlich so gut wie nichts passiert ist, aber ja gut. Ah, da bist du ja. Hier drüben. Den Ball hier habe ich für dich geangelt. Vor lauter Moos kann man nicht mehr genau erkennen, was das für ein Ball ist. Aber du kriegst es schon noch raus. Ein super Ball. Ein eisiger Windhauch erfasst euch. Oh, oh. Ihm fröstelt ein wenig. Ja, mach mal ein Feuer. So, Moment. So. Nimm, dann macht erstmal ein schönes Feuerchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye, bye.